willkommen zum neuen Video. Draußen unglaubliches Wetter. Morgens fährt man noch in der Lederjacke, mittags spätestens im T-Shirt. Also ganz tolles Wetter für den 15. September haben wir heute. Heute geht es um BMW, aber nicht Zweirad. Wir bleiben bei Vierrad und heute spielen wir so ein bisschen. Wir machen optisches Tuning. Normaler 318i, aber aus diesem Vertreter weiß, ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich schon vorstellen, was das wird, machen wir jetzt hier einen Streifenwagen. Ja, so einmal diagonal rüber, das ist mehr so Autobeschriftung, also nicht ganz Folierung oder so. Mal gucken, ob das gut gelingt und erst müssen wir ihn sauber machen. So, vielleicht noch mal ganz kurz zu den Farben. Es gibt keine so richtigen Farbcodes über den gesamten Zeitraum. Also 1972 ging das ja los. Ich glaube, der erste war ein E9 als Streifenwagen, der so gemacht wurde in dem Design. Und das Blau ist also ursprünglich das Bayernblau oder was eben auch bei BMW in den Logos zu finden ist. Und das ist also, sag ich mal, hier dieses Hellblau. Dann war 1972 an sich eine Kooperation mit Texaco vorgesehen und deswegen hier Texaco Rot. Das kam, glaube ich, nicht zustande, aber Rot stand ab fortan für Motorsport. Und die Verbindung von BMW und Motorsport gab dann diese Mischfarbe, die ursprünglich wirklich mal so lila war. Aber wie gesagt, in dieser zeitlichen Entwicklung hat sich da das ein oder andere Redesign ergeben und heute hat man an sich aus dem Lila eher ein Dunkelblau gemacht. So, das ist so ein bisschen, sage ich mal, der Hintergrund dieser Farben, die ja sehr bekannt sind für den BMW Motorsport. So, vielleicht noch vorab ganz kurz, ich glaube, jeder Foliengrafiker oder Autobeschrifter wird sich jetzt wundern, was macht der denn da für komische Sachen irgendwie. Also ich mache das ja nicht professionell, ich habe schon mal einmal so einen Käfer irgendwie so ein bisschen irgendwie gemacht oder so, aber es geht an sich immer darum, das selber zu machen. Selber zu machen ist irgendwie so doppelter Spaß und deswegen wird sich der ein oder andere vielleicht wundern, warum geht er denn nicht zum Foliendesigner und lässt sich das machen. Nein, wir machen das wirklich selber hier und das ist wirklich das Ding, was Spaß bringt. Thank you.
Wo ist die Zeit geblieben? Also ich gehe extra schon rückwärts, um wieder Zeit einzuholen. Ich habe euch jetzt in 3 Minuten gezeigt, wie ich diese Folie auf das Auto bekomme. Das hat sage und schreibe 3 Tage gedauert. 3 Tage bin ich da dran. Das habe ich sehr unterschätzt, maßlos unterschätzt. Okay, ich habe noch Folie über und mache hier noch einen Blendschutz auf das Glas. Das mache ich heute Abend. Und wenn er dann fertig ist und in den nächsten Tagen schönes Wetter, dann fahren wir jetzt den 3er E30 mit den M-Farben nach draußen. Und ihr könnt euch den rundherum von allen Seiten anschauen. Also dranbleiben!